Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die der Tijerisbox von Reda Rowena. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der Tijerist ist das Debütalbum von Reda Rowena. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis zu diesem Release, bis zu der Promophase dieses Releases besser gesagt, nichts von dem guten Mann gehört. Waren meines Wissens auch seine ersten Rap-Tracks oder Videoauskopplungen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, wurde ja auch verschoben, das Album, also es hätte ja schon früher kommen sollen, aber jetzt am 16. November ist es soweit. Also, wir haben hier ein schwarz-dunkelblaues Cover. Und zwar haben wir hier oben einmal das Label abgedruckt. Hier lesen wir 069 Clique präsentiert. Dann haben wir hier einen düsteren Himmel mit Blitzen. Und hier sehen wir einen Hubschrauber der Guardia Civil, der hier die Gegend absucht mit Suchscheinwerfern. Und dann haben wir hier wie so ein Stempel, ja, Aktenstempel in dem Fall. Hier lesen wir der Tijerist, geboren am 26. April 96, Offenbach am Main, Hermann Steinhäuser Straße, Reda Rowena, Aktenzeichen, dann eine Raute, also mehr Hashtag mehr oder weniger, 069 OFM, also Offenbach am Main. Ja, vielleicht ganz kurz was zum Titel, der Tijerist, was bedeutet das, was hat es damit auf sich? Also das Wort Tijara, das kommt aus dem Arabischen und heißt so viel wie Handeln. Und in dem Fall ist der Tijerist ganz einfach der Händler. Allerdings in diesem Zusammenhang oder generell im Bereich Deutschrap wird der Tijerist oder Tijara meistens mit dem Handel mit illegalen Substanzen gebraucht. Also in dem Fall dann Drogenverkauf, also der Tijerist hier mehr oder weniger der Drogenhändler. Gut, 069 lesen wir auch hier unten. Dann haben wir hier rechts diese Szenerie weiter fortgeführt. Oben lesen wir dann auch mal Reda Rowena, der Tijerist. Streng limitierte Box, okay. Keine Ahnung, was die Auflage war. Reda Rowena, der Tijerist, streng limitierte Box. Auf der Rückseite lesen wir auch das nochmal hier oben. Wieder der Helikopter. Und dann haben wir hier noch Credits und Barcode. Gut, dann werden wir das Ganze mal öffnen. Und wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei. Dann haben wir zum Album die Instrumentals. Das Album an sich und ein Poster und ein signiertes Polaroid. Okay, von innen die Box glatt schwarz, also rein vom Boxdesign und von der Größe hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit etwas mehr Inhalt gerechnet, aber wir schauen uns das mal an. Also nachdem hier Album und Instrumentals und Shirt noch in Folie sind, machen wir das mal raus. So, dann haben wir das Album. Wo schneiden wir das am besten auf? Hier unten. Jawohl. Und dann haben wir noch die Instrumentals, die wir natürlich ebenfalls aus der Folie holen. So. Das ist immer so eine Sache, gerade mit diesen Digisleeves, mit diesen Papphüllen, dass man da etwas vorsichtiger vorgeht, dass man die irgendwie nicht zerkratzt oder beim Abmachen der Folie dann irgendwie eine Ecke abknickt. Deswegen bin ich da immer etwas vorsichtiger. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, leider. Gut, aber jetzt haben wir es geschafft. Also, wie immer, starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also, oben lesen wir wieder 069 Clique präsentiert. Dann hier wieder dieser Stempel. Allerdings haben wir hier dann ein anderes Cover. Also, hier ist der Helikopter im Hintergrund zu sehen, deutlich weiter weg. Und dann haben wir hier einmal ein Schlauchboot, auf dem hier diverse Personen sitzen. Da dürfte wohl die Ware transportiert werden. Und dann haben wir hier den Interpreten Reda Rowena abgebildet mit diversen Paketen im Arm. Also er hat da schon seine Lieferung in Empfang genommen. Das Ganze ist ein Standard-Jewel-Case.
Auf der Seite lesen wir dann auch nochmal den Interpreten plus Albumtitel und hier unten dann 069 klicke. Und dann haben wir hier die Tracklist auf der Rückseite. Wir haben hier insgesamt 22 Tracks und wir haben jede Menge Features. Wir haben hier unter anderem Features von DOE und Asro, Sufjan, Dümarok, Celo und Abdi, Hannibal, Nemo, Yoni, Sufjan, okay. Hier Jigsaw mit S geschrieben, wäre natürlich mit Z richtig, aber ja, also das ist in dem Fall der Mörder bzw. das Mastermind aus Saw, Jigsaw Killer John Kramer. Ja, mit Z wäre richtig gewesen. Asro, nochmal DOE. Ja, also jede Menge Features, vor allem so aus dem Aslaks-Umfeld, beziehungsweise auch Generation Aslak, diese beiden Labels hier sehr stark vertreten und natürlich auch 385 Ideal mit Nemo. Dann haben wir hier ein Booklet und zwar haben wir hier nochmal den Interpreten, der hier gerade auf uns zielt. Und dann haben wir hier die Tracklist im Detail. Also, wer hat das Ganze produziert, wer war daran beteiligt, die ganzen Infos plus Fotos des Interpreten. So sieht das aus. Schickes Auto. Mercedes. Gut, auf der Rückseite ist eventuell dann als Wendecover verwendbar, haben wir dann hier auch wieder diesen Stempel. Die CD sieht so aus. Wir haben hier den Interpreten abgebildet. Also das, was wir schon vom Cover kennen, nur etwas reingezoomt. So sieht das aus. Auch auf der Rückseite nochmal zu sehen. Dann haben wir zum Album die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Cover ident, wie auch schon das Albumcover, nur eben mit dem Zusatz Instrumentals. Wir haben hier 22 Tracks aufgelistet. Spannenderweise auch der Skit. Also der Skit wohl kein reiner Sprachskit, sondern in dem Fall auch irgendwie mit Beat unterlegt. Okay, also 22 Tracks ergeben dann 22 Instrumentals, trotz Skit. So sieht die Instrumental-CD aus. Dann haben wir eine Autogrammkarte bzw. ein Polaroid, welches unterschrieben wurde. Wir haben hier einmal den Interpreten abgebildet mit einem Paket, auf dem hier auch nochmal 069 Klicke drauf, oder in dem Fall steht sogar 069 Records drauf, spannenderweise, hier drauf gestempelt und dann hier unten Reda Ruena mit schwarzem Stift unterschrieben. Und haben wir sogar einen Datumsstempel, also ist hier wirklich ein richtiges Polaroid, nicht nur die Optik, sondern auch hier Fuji Color Supreme. Und dann haben wir hier Smart Photo 26.06.2018, also vor ungefähr 5 Monaten wurde dieses Foto hier angefertigt. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar haben wir das hier im Querformat. Format A3 ist das. So sieht das aus. Also der Interpret hier mit weiteren Herrschaften und diversen Autos. Rückseite blank weiß, also das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Und dann haben wir noch mit dabei ein Shirt. Und zwar lesen wir hier, red nicht am Handy. Dann haben wir hier so ein billiges Samsung durchgekreuzt, durchgestrichen und darunter lesen wir dann Reda Ruena 069 Klicke. Und wir haben auch noch einen Neckprint und zwar haben wir hier dann das Logo des Labels 069. Gut, wir haben es hier zu tun mit einem Gildan Premium Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit dem schwarzen Aufdruck, red nicht am Handy. Rechts das Handy, darunter dann 069 Klicke und Reda Ruena zu lesen. Und was mir vorhin gar nicht aufgefallen ist, wir haben hier auf dem Handy, ich hoffe man kann das lesen, Tijara Phone lesen wir hier. Da ist noch ein kleines Detail am Rande. Und natürlich auch den Neckprint auf der Rückseite. Ja, relativ schlicht gehalten in weiß und schwarz. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann das Poster einseitig bedruckt im Querformat.
die unterschriebene Autogrammkarte bzw. das unterschriebene Polaroid-Foto, die Instrumentals im Digisleeve und natürlich das Album an sich im Standard-Jewel-Case inklusive 22 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box, der T-Shirtist von Reda Ruena. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Reda Ruena unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!